Hallo Leute und willkommen zurück zu Alice Madness Returns. Hier haben wir es jetzt aufgehört und wie und blub und bla und rutsch. Whee. Wow, 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 Slalom und aua. Arsch versohlt, Arsch verbrannt. Wow, und ich gehe natürlich wieder rechts. Und rechts ist bestimmt wieder der schwierige Weg, wir gehen da lang. Hier ist breiter. So, wow, nicht so schnell, nicht so schnell. Autsch, Po verbrannt. Wait, Stacheln? Ne, die sind unten drunter. Puh, wollte schon sagen. Und jump. Hallo, ich werde schon herzlich empfangen. Hey, Peace. Ja. Für dich. So, 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 und so, und so, so, und so, 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 und so, ey. So, so und so, so, so. Falscher Rhythmus, Mann. Na gut, dann baller halt. So. Wey! Wo ist dein Arm? Ich nehm. Wey! Puppets! Hey! Hallo! Ein. Bye. Tschüss. Jetzt du. Oi, mehr Puppets. Wey, ganz viele Puppet Dolls. Oder wie die heißen. Oh, du kannst nicht springen. Oh, du armes Put, Put. Ja, ja. Du mit deinem Dot. So, tschüss, Mann. Ich will deine Energie haben. So. Und wer hier drauf? Vielleicht fahre ich hier nochmal runter. Bam. Hey. Ach, dann halt so. Bam. Tschüss, Mann. Tschüss, Mann. Zähne, Zähne. Okay, was jetzt? Pilze bumpsen. Bumpsen. Stacheln. Totenköpfe interessieren mich jetzt mal nicht da. Die Shadow. Und nach oben bouncen. Okay, bounce. 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 Okay. Bounce. Hey, Little Tür. Kommen wir jetzt endlich aus der Puppenwelt raus? Interagier. Oh, Flash Green, ey. Student. Jetzt erinnere ich mich an ihn. Dieser Schlüssel gehört zu Lissys Zimmer. Ja, der fünfte Schlüssel. Heißt es, wir sind kurz vorm Ende? Wo sind wir? Wir sind... Doch, nö, immer noch in diesem Puppenkack hier. Ach, Mann. Ich hab gedacht, wir sind jetzt mal woanders. Irgendwie gefällt mir das Gebiet hier nicht. Wow. Oh je, der Zug. Und, ein Turm. Okay. Oh, jetzt bin ich aber spannend. Jetzt will ich das Spiel irgendwie durchspielen. Okay, Aufzug. Oder was? Wo bist du denn? Da. Ach, ihr seid das nur. Ich hab gedacht, das sind diese fliegenden Popis da. Kann ich da lang? Nö. Hallo. Ah, doch, da sind doch die fliegenden Popis. Baum. Komm, wir müssen noch kurz vorm Ende sein eigentlich, oder?
Oder das letzte Kapitel zieht sich jetzt nochmal so richtig lang. Was ich mir aber irgendwie nicht denken kann. Ich meine, das vierte Kapitel ging schnell. Das mit der Königin. Ja? Das hier jetzt? Ja, das kann ich jetzt noch nicht so richtig einschätzen, muss ich sagen. Vielleicht, ich weiß nicht. Hallo? Die verarschen mich hier am Stück und Faden, ey. Ist irgendwo eine Schweinsnase. Ach ne, es war eine Puppe. Puh. Ich wollte gerade sagen, was hängt denn da? Ist man da lang oder da lang? Wir gehen mal hoch. Und immer höher und immer höher und noch höher. Ui. Hey, den kennen wir doch. Hallo. Bin ich nicht der erbärmlichste und selbstsüchtigste Unglücksrabe unter der Sonne? Nichts ahnend lebe ich in einer Ausbildungsstätte für Prostituierte. Mein Mentor ist ein widerlicher Zuhälter. Ich wurde zur Komplizin des Mörders meiner Schwester und meiner Eltern, weil er meinen Geist zerstört hat. Ich suchte Linderung von meinen Schmerzen und sie hielt mich von der Wahrheit fern. Du hattest es fast geschafft, hast dich beinahe von deinen Ängsten befreit. Du hättest geheilt werden können und vergessen. Die Erinnerung an meine Familie aufgeben? Sie sind tot. Das solltest du auch sein. Du missratene, grässliche Kreatur. Mörder! Du blutsaugender Parasit. Der Schaden, den du Kindern zufügst. Der Missbrauch. Ich biete nur gewisse Dienste an. In der großen, bösen Stadt gilt es, die verschiedensten Gelüste zu befriedigen. Meine Familie! Mein Geist! Der infernalische Zug! Der Zug ist deine Erfindung, deine Verteidigung. Ich lege nur den Fahrplan und die Reiseroute fest. Der Zug rollt heran mit glänzenden Wagen, mit weichen Sitzen und funkelnden Narben. Still, meine Kleinen, Angst ist unangebracht. Der Mann im Mond hat dies Wunder erdacht. Ich werde ihn aufhalten, und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Was du wünschst, soll geschehen. Oh mein Gott, och nö, oder? Du bist verloren. Und wo dein Körper ist, wird auch dein Geist hingelangen. Vielleicht ist er schon da. Sind wir jetzt eine Puppe oder was? Hey, wir sind in der realen Welt. Und wir sehen normal aus. Bis auf, dass hier überall Geister rumirren. Sieht hier eigentlich alles so halbwegs friedlich aus. Ich schätze mal, ich muss hier lang. Wir müssen ja zum Zug, ne? Ah. Sie sind die suppende Wunde der Verdorbenheit. Kinder, die ihren Namen um den Hals tragen, als wären sie nichts weiter als ein Stück Vieh. Eine Proklamation ihres Stammbaums könntest du auch brauchen. Sie sind stolz auf ihre Herkunft. Sie Unmensch! Die Kinder wissen doch gar nicht mehr, wer sie sind und woher sie kommen. Wie viele Psychen haben sie bis zum totalen Vergessen verdreht? Nicht genug. Deine wäre ein Triumph gewesen. Obwohl, du bist ein geistesgestörtes Wrack. Die Frucht meiner Arbeit. Du Oller, Arschloch. Oh nein, ich will keine Puppe im Wunderland sein. Ui, der Zug. Ha, sehr schön. So gefällt's mir besser, Alice. Wow. Jetzt sind wir im Zug, auf dem Zug? Im Zug. Infernalischer Zug. Ist das jetzt Kapitel 5 immer noch? Nein, es ist Kapitel 6, Leute. Im oder auf dem Zug, je nachdem. Hey, der Hutmacher. Hutmacher, ich muss den infernalischen Zug stoppen und das Böse, was ihn antreibt. Ein wenig selbstfixiert das Fräulein, wie? Erst die Suche voller Furcht und Fragmenterinnerungen, jetzt ist es der Zug. Nie Zeit für den Tee.
Während dein Gehirn Urlaub macht, gehen wir unter. Nun dürfen Verrückte wie wir endlich in einer Teekanne in die Hölle fahren. Man darf aber nicht vergessen, was die eigenen Sinne gesehen haben. Vergessen ist einfach vergessen, es sei denn, das ist es nicht. Dann heißt es an. Ich würde gern vergessen, was du getan hast. Ich hab's versucht, Kanzlerin. Sie haben mich benutzt und missbraucht, aber zerstören können sie mich nicht. Nicht? Es ist nicht mehr zu ändern. Die alte Alice und ihre Wunderland-Zuflucht sind vernichtet. Du kannst nicht mal erkennen, was geschehen ist. Und du bist machtlos, kannst es weder ändern noch gegen mich vorgehen. Dafür habe ich gesorgt. Das werden wir noch sehen. Holst du dir nun deine Strafe ab? Hey, die Raupe. Ich weiß, ich trage eine gewisse Schuld, aber Bestrafung ist nie den Opfern des Verbrechens dienlich. Missbrauch ist ein Verbrechen der Starken an den Schwachen. Du hast recht, die Täter werden nie genug bestraft für den Schaden, den sie anrichten. Wer Zeuge von Missbrauch wird und den Opfern nicht beisteht, zahlt eine Strafe. Dein Schmerz mildert dein Vergehen, nicht früher eingegriffen zu haben. Aber vielleicht hast du noch nicht genug bezahlt für den Schmerz der anderen. Okay, hat gespeichert. Aber ich werde noch keinen Cut machen. Nein, noch nicht. Sie haben mein Gedächtnis verdorben, aber nicht geschafft, mich vergessen zu lassen. Ich hätte was Leckeres aus dir gemacht. Die Kunden lechzen nach einem Stück von einer rasenden, wahnhaften Schönheit, ohne Erinnerung an Vergangenes oder Sinn für die Zukunft. Aber du musstest dich an deine Fantasien klammern. Du bist verrückt, wie deine Schwester. Sprechen Sie nicht von ihr. Sie kennen sie nicht. Deine Schwester hat gern gespielt, tat, als verachte sie mich. Sie hat bekommen, was sie wollte. Am Ende. Oh, die Königin. Meine Lizzie, was ist das Ziel dieses Zugs? Ach, das ist die Schwester. Wahnsinn und Zerstörung. Du solltest keine Fragen stellen, deren Antworten du kennst, das ist nicht höflich. Und das Geräusch, Lizzie, wie sie im Schlaf wünsche. Oh, nein, arme Lizzie. Und es gibt keine Zentauren in Oxford. Lass dein Überleben einen Sinn haben, sonst sind wir alle verloren. Die Königin war also die Schwester. Also der, ne, der, ne? Wisst schon. Ui, wir sind vorne am Zug. Okay, jetzt hat's gespeichert. Jetzt werde ich einen Cut machen. Ich schätze mal, im nächsten Part wird das Finale kommen. Also haut rein und seid gespannt.